Hallo und herzlich willkommen beim Huttenbeispiel von Star Wars The Old Republic. Ich dachte mir heute Abend einfach mal, zeige ich euch einfach mal Huttenbeil, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Man beginnt halt hinter seinem Schild. Zwei Seiten gibt es. Man spielt gegen Froschhunde oder gegen die Faulwürmer. Man ist jeweils immer auf einer Seite. Nicht wundern, was oben bleibt immer dieselbe Seitenansicht, sprich die Froschhunde mal rechts und die Faulwürmer mal links. Da musst du mal drauf achten, wo dein Team drüber steht. Dann weißt du, das ist dein Team. Hier bin ich in dem Falle ein Froschhund. Den ballführenden Faulwurm hat. Jetzt fragt man sich natürlich, wer kommt auf die Idee? Froschhund. Ja, okay. Darüber lässt sich gerne mal streiten. Wie ihr gerade seht, habe ich jetzt gerade den Huttenball. Das ist das Spielobjekt, also um das es sich hier in dem Spiel dreht. Dieser Ball kann geworfen werden mit einer bestimmten Spelltaste, wie ich hier gleich drücken werde, wenn ich es denn noch schaffe, bevor ich abkratze. Wahrscheinlich eher nicht. Und ja, werde jetzt hier gleich sterben, weil ich halt den Ball nicht abgeben konnte, keine Ahnung. Das Spiel ist aber ganz simpel, man hat halt diesen Ball und den Ball muss man halt immer ins gegnerische Team bringen. So dass halt das Team punktet, das den Ball gerade über die gegnerische Linie gebracht hat. Werfen zählt dabei nicht über die gegnerische Linie, nur wenn der Spieler selber reinläuft. In dem Fall müssen die Froschhunde es hinter den feindlichen Linien der V-Würmer schaffen und die V-Würmer hinter der Froschhundlinie. Sieht man ja auch schon, hier sind auch so ein paar Traps drin, also ein paar Fallen. Das Feuer, das wird ab und zu aktiviert. Ist es auf der linken Seite nicht aktiv, ist es auf der rechten aktiv und umgekehrt. Man sollte möglichst nicht reinlaufen, wenn man nicht gerade volles Leben hat, sonst stirbt man. Man kann auch gerne mit dem Schild, also es gibt ja diese letzten OP-Klassen, wie es immer gibt, mit dem Schild einfach durchlaufen, mit dem Kriegerschild. Zum Beispiel geht das ohne Probleme. Aber als Hexer, wie ich das hier spiele, würde ich es keinem empfehlen, da dann durchzulaufen. Das Video übrigens ist schon etwas älter, ich bin mittlerweile schon nicht mehr Level 40. Und hier seht ihr gerade, ist auch schon, wenn der Bug da ist, er da irgendwo draufgesprungen. Theoretisch könnte ihn ja jetzt keiner erreichen, wenn da nicht auch jemand hochspringen kann. Das heißt also, wenn er da oben bleibt und wäre jetzt eine Caster-Klasse oder irgendwas, ja, könnte ihn halt keiner kriegen und er könnte halt alles platt machen. So, ich schub die hier mal runter. Ist auch so eine nette Attacke, nennt sich hier Überladung. Damit kann man Gegner von oben nach unten schubsen, wie ich jetzt mal so betone. Ihr habt das schon gesehen, man kann das vorher natürlich auch dementsprechend mit der Überladung kombinieren, indem man einfach sich direkt an der Wand hinstellt und eine Überladung verpasst und der fliegt dann direkt ins Feuer und stirbt. Ihr habt ja gerade auch schön gesehen, wir haben einen Punkt gemacht. Ich habe jetzt aber, weil es halt relativ lange ist, das Spiel, geht halt 14 Minuten, habe ich das jetzt hier mal gekürzt und seht auch schon, die V-Würmer haben natürlich auch einen Punkt gemacht. Jetzt ist gerade jemand probiert, mich ins Feuer zu schubsen, hat auch funktioniert. Ich bin jetzt auch dementsprechend draufgegangen, das ist jetzt, habe ich ein bisschen vom Feuer mitgekriegt. Ich muss mich leider entschuldigen, im Hintergrund ist immer dieser Teamspeak-Sound, der geht ja manchmal richtig auf dem, ja, wie soll ich es beschreiben? Es ist auch meistens so, wenn man ein Video kommentiert, was dann Leute im Teamspeak meinen, sie müssen join und leaven. Auch wenn sie nicht wissen, was ist, man ein Video kommentiert. Das ist aber irgendwie immer ein großer Zufall bei mir, was ist dann meistens so im Hintergrund so passiert. Ja, wie gesagt, das simple Spielprinzip. Dann irgendwann, wenn die Zeit abgelaufen ist und es steht Gleichstand, gewinnt derjenige, der den Ball gerade hält. In dem Sinne gewinnt sonst der halt die meisten Punkte hat. Also 2:1, 2:0, aufwärts, etc. pp. Halt immer einen Ungleich hat. Ja. Und so einfach und simpel ist dieses Spiel. Ihr seht jetzt, haben wir nochmal den Ball. Wir holen jetzt aber gleich den Ball zurück und gewinnen damit, glaube ich, sogar das Match. Muss ich jetzt kurz überlegen. Ich glaube, ne, oder verlieren wir? Bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, wir haben in diesem Spiel verloren. Na, ich glaube, wir haben verloren. Ich sehe schon eine Sekunde. Ja, leider haben wir verloren. Aber naja, kann man nichts machen. Der Gegner hat den Ball gehalten. Ich hoffe, euch hat die kleine Dokumentation zu Huttenbeil gefallen und seid euch auch mal in anderen Videos an. Tschüss.